Achtung, Waldhofstraße 363. Sitzen bleiben. Polizei. Braucht Führerschein, Fahrzeugschein. Dokumente. Das bedeutet, Sie fahren heute nicht weiter. Nein, wovor haben Sie Angst? Dass Sie verhauen? Oder? Nein, nein, nein. Das nicht. Wofür das? Wir sind so nett zu Ihnen. Wir lassen uns nur nicht verarschen. Und nee, ich wollte Sie auch nicht verarschen. Ja, setzen Sie das Ding ein und dann haben wir so eine Probleme. Dann müssen wir nicht diskutieren. Ne? Bevor Sie losfahren, macht Gregor Lesnik von der Dienstgruppe Autoposer erstmal Hausaufgaben. Wir messen ja die Geschwindigkeit mit unseren Fahrzeugen und laut Eichschein muss dann ein entsprechender Reifendruck vorhanden sein. Den müssen wir jedes Mal vor Abfahrt kontrollieren, weil wir das auch dokumentieren, dann später für eventuelle Gerichtsverhandlungen, dass dann quasi der Abrollumfang auch korrekt ist, damit die Messung dann auch entsprechend gerichtsverwertbar bleibt. Die Dienstwagen sind schon etwas in die Jahre gekommen. Das liegt an der auf diesen Fahrzeugtyp zugeschnittenen geeichten Videoanlage, für die es noch keinen Nachfolger gibt. Olaf Bastrop legt die Kassette für die Aufzeichnung ein. Die Dienstgruppe Autoposer ist im Hamburger Osten stationiert. Von hier aus rücken die Beamten in das gesamte Stadtgebiet aus. Seit 5 Jahren gibt es die Dienstgruppe. Die Beamten wissen ziemlich genau, wann und wo sie ihr Klientel antreffen. Jagdzeit ist immer. Wenn das Wetter schön ist, dann nehmen sie ihre Autos raus. Aber das hängt wiederum auch damit zusammen, dass dort auch dann viel Fußgängerverkehr und viel Publikum da ist. Also es hängt alles so ein bisschen zusammen. Unterwegs in den Vier- und Marschlanden. Besonders bei schönem Wetter ist die idyllische Gegend am Rande Hamburgs beliebtes Ausflugsziel für Biker. Ein vermeintlich altersschwacher Motorroller weckt das Interesse der Beamten. Erlaubt sind 50. Die Beamten müssen Gas geben, um dran zu bleiben. Dann fährt der Motorroller zufällig links ran. Die Gelegenheit, den Fahrer zur Rede zu stellen. Mahlzeit, die Polizei. Ja. Wir haben Sie ein bisschen verfolgt. Das ist ein Provida-Fahrzeug der Hamburger Polizei, ein Videofahrzeug. Sie sind erheblich zu schnell gefahren. Hier auf dem Deich ist 50 und Spitzengeschwindigkeiten so jenseits der 100. Ja? Das stellt jetzt eine Ordnungswidrigkeit dar. Da brauchen Sie sich gar nicht weiter zu äußern. Was Sie machen müssen, ist mir Angaben zu Ihrer Person zu machen. Ja? Ja. Wenn Sie das nicht haben, müssen wir auf Ihre Identität anders feststellen. Suchen Sie mal in Ruhe. Ich mache mal kurz eine Abfrage. Zu nervös? Entspannen Sie sich. Sie liegen ja nicht in der 8 hier. Die 8, so nennen die Polizisten ihre Handschellen. Der Fahrer ist leidenschaftlicher Vespa-Schrauber und nach eigenen Aussagen bei einer Art Testfahrt unterwegs. Guck mal in meine Unterlagen. Genau. Aber auch die befreit nicht von der Straßenverkehrsordnung. Damit die per Video festgestellte Geschwindigkeit auch juristisch zweifelsfrei belegt ist, muss die Maschine vermessen werden. Möglichst Gewicht so, wie Sie fahren? Also klar, geht nicht hundertprozentig, aber so um und bei. Wir nehmen jetzt die Oberkante vom Sitz. Das ist ganz einfachste Physik. Ne? Wenn Sie sich entfernen, dann wird das Objekt kleiner. Und der Rechner an der Dienststelle kann dann genau errechnen, anhand unseres geeichten Tachos und Wegstreckenzählers, wie schnell Sie waren, ne? Auf 2 Nachkommastellen. Relativ easy. Seinen Führerschein muss der Fahrer wahrscheinlich abgeben. In der Spitze waren wir bei über 100 km/h und da hilft eigentlich nichts. Das ist natürlich mehr als das Doppelte der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Das darf natürlich nicht sein. Insbesondere haben wir hier eine besondere Beschwerdelage der Anwohner. Ja, und da hilft leider auch nicht der Werkstattmodus. Gut, von mir aus war es das. Klasse, danke. Zurück über die Elbbrücken in die City. Zur Dienstgruppe Autoposer kommt nur, wer ins Team passt. Wir haben ja 10 Mitarbeiter, ist unsere Dienstgruppe groß. Und das geht nur bei Interesse und dann eine Hospitation, damit man gucken kann, ob einem diese Arbeit auch gefällt. Und, na klar, man muss eine Affinität haben. Und die Dienste sind auch in den Sommermonaten belastend. Da sind es oftmals auch so 10, 12, 14 Stunden, dann, die dann auf dem Dienstkonto stehen und das ist auch nicht jeder für geeignet. Ja, der hat eben gerade schon so Lückenspringen gemacht, deswegen ist er mir aufgefallen. Der Fahrer eines alten Golfs mit bulgarischem Kennzeichen lässt seinen Motor an der Ampel auffällig oft aufheulen. Pech für ihn, dass direkt daneben die Polizei steht. Das ist ganz schön. Diesel, ne? Ja. Die Fahrweise ist auffällig.
Schon von außen erkennen die Spezialisten, dass die Auspuffanlage verändert wurde. Lassen Sie mal. Ohne, ne? Melden. Ja. In der Sonnenblende des Zivilfahrzeuges blinkt jetzt Stopp, Polizei. Ja, rechte Sonnenblende. Zumindest kam da kein Rauch raus. Vorsichtig nähern sich die Beamten. Mahlzeit! Da drüben. Aber Motor aus. Gregor Lesnik spricht mit dem Fahrer. Olaf Bastrop beobachtet. Eine Hand griffbereit an der Dienstwaffe. Ja, da drüben. Ich guck mal, was da drin ist. Die Dokumente sind erst einmal unauffällig. Was jedoch ganz und gar nicht stimmt, sieht man erst auf den zweiten Blick. Gelenkigkeit gehört für Gregor Lesnik dazu. Für ihn geht es unter das Fahrzeug. Wie bitte? Sie, Kollege. Nee, genau. Ja, kann sein. Wo eigentlich der Endschalldämpfer sitzen sollte, befindet sich ein langes, rostiges Rohr. Bisschen Deutsch? Okay. Wir haben ein Problem. Auto ist manipuliert. Englisch ist better? Englisch, aber bisher. Okay. Ah, Polnisch kann ich noch anbieten. Polnisch? Po polsku. Polnisch. No? No, okay. Gut. Ist manipuliert. Da fehlen die schalldämpfenden Elemente. Keine Endschalldämpfer, keine Mittelschalldämpfer, alles weg. Nicht gut. Haben Sie es verstanden? So richtig verstanden hat es der Bulgare nicht. Seinen Wagen muss er dennoch stehen lassen. Nicht so der klassische Poser, nichtsdestotrotz behandeln wir alle gleich. Er hat sein Auto verändert. Auch wenn es ein Bulgare ist, muss er sich an die Straßenverkehrszulassungsordnung halten. Das Auto ist komplett unvorschriftsmäßig. Es tut mir natürlich leid für ihn, ohne Frage. Die Kosten sind hoch, die entstehen. Wahrscheinlich übersteigen sie den Wert des Fahrzeuges. Aber nichtsdestotrotz können wir da kein Auge zudrücken, weil wir wollen in Hamburg die Stadt ein bisschen leiser machen. Wenn die Beamten genug Hinweise auf Manipulationen an einem Fahrzeug haben, kommt immer der Abschleppwagen. Hallo. Hallo. Was war dein Name? Rudat, R-U-D-A-T. Die exakte Beweisaufnahme übernimmt später ein Gutachter. Der Fahrer konnte noch eine Plastiktüte mit Pfandflaschen aus seinem Golf retten. Auch wenn dem bulgarischen Fensterputzer wahrscheinlich nicht bewusst war, dass er sein Fahrzeug so nicht bewegen durfte, muss er jetzt zu Fuß gehen. Noch ist wenig los auf den Straßen. Das Team Autoposer nutzt die Nähe zur Dienststelle für seine Pause. Olaf Bastrup kommt aus der Verkehrsstaffel und leitet die Sondereinheit seit 2 Jahren. Gregor Lesnik ist schon seit 3 Jahren dabei. Er kommt von der Schutzpolizei. Bei mir war das tatsächlich schon so ein Kindheitstraum. Ich wollte eigentlich immer zur Polizei gehen und habe das dann auch irgendwann so weit verfolgt, dass ich dann die Ausbildung bei der Polizei gemacht habe. Und die Intention ist, glaube ich, die Vielschichtigkeit des Berufes. Also es sind ja ganz viele Berufe in einem und das finde ich total spannend. Also es ist jeden Tag etwas Neues, auch wenn wir hier jetzt schon sehr spezialisiert sind auf unserer Aufgabe. Es sind manchmal anstrengende Einsätze, aber auch ganz viele schöne und insofern macht das schon sehr viel Spaß, Polizist zu sein, ja. Auf dem Parkplatz des Polizeikommissariats kontrolliert die Verkehrsstaffel gerade routinemäßig auffällige Fahrzeuge. Sie bittet die Spezialisten der Dienstgruppe Autoposer um Hilfe. Eine Dame. Das könnte auch die Dame sein. Das scheint sie nicht mit. Die will aber Halterin sein. Ja. Die will aber Halterin sein. Ich guck mal drunter. Ja, natürlich. Ein Hammer. Der kleine Ableger des monströsen US-Armee-Jeeps. Der erste Blick geht für Gregor Lesnik auch hier unter das Fahrzeug. Ist die Abgasanlage original oder wurde hier manipuliert? Hallo, moin. Haben Sie Veränderungen an dem Fahrzeug durchgeführt? Die Fahrerin wird mit ihrem auffälligen Auto ständig angehalten. Was da denn auch hier passiert? Ich habe auch ein anderes Auto, Rolls-Royce. Die halten das nie an. Aber immer mit dem Hammer halten wir immer an. Ich weiß nicht warum. Nonstop. Manchmal, wenn ich einen Termin habe, dann nervt mir das. Dann kann ich ausrasten. Das ist in Hamburg der Preis für so ein Gefährt. Aber sie hat Glück. Olaf Bastrup und Gregor Lesnik kennen das Fahrzeug. Zulassungsbescheinigung ist weg.
ist nichts Tolles. Also er ist ein bisschen höher gelegt, so scheint er zumindest. Ja, aber die... Wenn du sagst, dass wir den kennen, da das in Ordnung ist. Also ich glaube, ich habe sie auch schon zweimal angehalten. Das ist der originale Endtopf, ne? Oder Mittelschalldämpfer. Die Dame haben wir schon angehalten und es ist ein auffälliges Auto und das passt auch in unser Raster, aber da ist alles original unter und insofern hält sie sich an die Straßenverkehrszulassungsordnung. Von mir aus können wir. Ja. Na dann. So, der Süden ruft, würde ich sagen. Ja. Die wollen auch noch mal betreut werden heute von uns. Das wichtigste Sinnesorgan der Beamten beim Kampf gegen Autoposer sind die Ohren. Ja, wir wollen ja was von der Umgebungsgeräuschen hören. Wie laut ist ein Fahrzeug? Und wenn die Fenster geschlossen sind, ist es relativ gut schallisoliert. Dann können wir das auch nicht so genau orten, wo es herkommt. Und deswegen sind die Fenster sowohl im Sommer als auch im Winter und bei Regen immer einen Spalt geöffnet. Ein bronzefarbener Audi rührt durch die Hamburger Innenstadt. Ja. Ob legal oder illegal, wird jetzt ermittelt. Hallo, die Polizei, Lessnig ist mein Name, Verkehrsdirektion Ost. Ja. Hi, ich bekomme einmal den Führerschein und den Fahrzeugschein, bitte. Dann würde ich Sie bitten, einmal rüber zu gehen, nicht, dass Sie hier angefahren werden. Ja? Das Fahrzeug macht einen gepflegten Eindruck. Hier waren keine Hobbyschrauber am Werk. Auch die Auspuffanlage, alles ordnungsgemäß in den Fahrzeugpapieren eingetragen. Was den Autokennern von der Polizei allerdings sofort auffällt, ist der geringe Abstand zwischen Rädern und Kotflügel. Und 35 hinten, oder? Ja, 35 hinten. Aufgrund von Schleifspuren in den Radkästen messen die beiden lieber noch mal genau nach. Ja, das ist zu wenig. Deswegen schleift die da auch so aus. Die Fahrerin bekommt Unterstützung durch zwei Freunde. Einen wunderschönen guten Tag. Das ist alles original, das ist alles eingetragen. Ja. Aber wenn der einen Fehler kriegt, dann auch vorne, ne? Ja, je nachdem, wie hart er ist. Weil dann kann wie Gewinde verwickelt. Ja. Wir können gleich mal das Kontrollmaß checken. Messen mal kurz. Aber das ist knapp, ne? Also, wenn ja, aber deswegen auch die Schleifspuren. Also wir waren... Ja, ich glaube Ihnen das. Sie aber gucken Sie mal. Sie war wieder... Genau, die war wieder in die Customs. An die nachgemessen meinte, das stimmt. Die Customs. Genau. Das ist mein Lieblingskunde. Das autoaffine Pärchen hat den Wagen bei einem in der Tuning-Szene bundesweit bekannten Hamburger Autotuner umbauen lassen und sich auf die Fachwerkstatt verlassen. Bla, bla, bla. Genau. Das ist ein geeichter Zollstock, nur mal so. Ist kein Scherz. Und er hat gesagt... Insofern. Also wie gesagt, drehen Sie am Ende ist der Ärger über die Werkstatt größer als über die Polizeikontrolle. Immerhin ist es nicht der erste behördliche Zwangsstopp. Gucken Sie mal hinten, was da passiert. Also ich hab so einen geeichten Finger. Ne? Wenn ich meinen Finger da nicht durchkriege, dann ist es immer zu tief. Immer. Man wird ständig angehalten, wirklich ständig. Also man kann rausfahren und sofort ist die Polizei hinter einem. Es ist wirklich so. Polizeiauto, die andere Seite, der Wind ist sofort. Wir haben uns sogar einmal unter die Tiefgarage. Wir sind in die Tiefgarage reingefahren und auf einmal Blaulicht hinterher. Das nur wegen dem Auto. Macht trotzdem Spaß. Also der Sound, die Geschwindigkeit, Felgen, alles. Ja, das Fahrverhalten, alles. Fahrverhalten ist das. Auf einer überquerten Strecke, das Auto liegt einfach. Er liegt, er rutscht gar nichts. 220, 240 in die Kurve, der hält. Man trennt sich gut gelaunt und freundlich. Also für mich ist nicht wichtig, dass ich die immer nur abknolle oder dass jemand viel Geld bezahlen muss. Also letztendlich ist die Einsichtigkeit das Beste, das erste Ziel, was wir haben müssen. Klar, einige sind nur einsichtig, wenn sie Geld bezahlen müssen, aber in diesem Fall war es ja noch freigängig, es war ja in Ordnung. Man muss ja eine Basis finden. Was nützt das, wenn ich nur mecker und die sagen dann, die blöden Polizisten, die haben da nur Müll erzählt und ich mach's trotzdem weiter. Nein, wir wollen Einsicht haben und das ist nun mal gefährlich. Also wenn der einschlägt und in einer bestimmten Fahrsituation und der das Rad blockiert, dann geht er kapeister damit. In Sachen Einsicht haben die zwei Beamten an diesem Abend noch ein besonderes Erlebnis. Vor ihnen ein auffällig lauter Seat. Die Videoaufzeichnung läuft. Erstmal ohne Nummer, Nummer kommt gleich. Komm mal rechts. An der Ampel unterhält sich der Seat-Fahrer mit einem Audi-Piloten. Der hat offenbar das Fahrzeug der Soko-Autopose enttarnt und scheint den lauten Autotuner zu warnen. Wenn er jetzt leise ist, dann wissen wir, dass er ein Knöpfchen hat. Ja. Guck mal, wie leise er ist. So, Freundchen, jetzt bist du fällig. Ihr Verdacht, der Fahrer hat eine illegale sogenannte Klappensteuerung, mit der er auf Knopfdruck den Auspuff laut oder leise schalten kann. Am Auto bleiben, bitte. Im Auto bleiben, Polizei kommt zu Ihnen, nicht andersrum. Moin. Womit schalten Sie denn Ihre schöne Klappe, die Sie geschlossen haben, nachdem der Herr rechts im RS5 Sie gewarnt hat, dass wir von der Polizei sind?
Sie fuhren sie die ganze Zeit offen, deswegen frage ich ja, sie. Weiß ich, entweder ja. Wir reden normal miteinander und ich oder ich gehe auf die Suche oder sie wollen mich verarschen. Also eins von beiden. Fernbedienung haben sie nicht? Nee. Das weiß ich selbst, dass nee, das illegal ist. Ja, das ist doch das gut. Das weiß ich selbst. Es gibt natürlich auch welche, die halt wirklich randalieren und wirklich schlimme Sachen am Auto machen, was wirklich zur Verkehrsunsicherheit führt. Also ich habe damit kein Problem. Hast du die Drehzahl? 3,57. Der Fahrer wiegt sich in Sicherheit. Ja. 77 darf er. Mal gucken mal. Olaf Bastrup und Gregor Lesnik starten eine Lautstärkenmessung. Ohne Befund. 81. Fahr aber zu, ne? Ja. Gregor Lesnik gibt nicht auf. Minutenlang sucht er die offenbar versteckte Steuerung für das Öffnen der Auspuffklappe, mit deren Hilfe der Seat nach Sportwagen klingt. ESP-Knopf? Wo ist das Ding, der ESP-Knopf? Der bitte verarscht mich noch. So, ich hab das, ja, das habe ich ja, ich hab alle durchgeschaltet. Ich mess auch mal. Noch eine Messung. Was wäre das jetzt dann? Ich weiß es nicht, ich habe das nie gemessen. Oder? Wieder nichts. Nein, das ist er nicht. Verarscht. Nee, da war eben viel lauter. Ja, natürlich. Ich meine, ich habe die Steuerung hier. Gut, andere Sache. Ich vermute, dass sie uns nicht die Wahrheit erzählen. Das bedeutet, ich vermute, dass sie irgendwo eine Fernbedienung haben oder dass sie es so geschaltet haben, dass wir es nicht rausfinden. Deswegen bitte einmal die Hände aufs Fahrzeug. Sie werden durchsucht nach Beweismitteln. Hände aufs Fahrzeug. Ich gebe sofort raus. Dann jetzt. Ich mache es. Alles gut. Ich kann das auch gleich rausbauen. Nee, sie bauen es jetzt nicht raus. Sie wollten uns verarschen und sie wussten es ganz genau. Wenn ich das Ding jetzt rausbauen würde, Also auf den Boden schmeißen und rauftreten würde sofort. Keine Chance. Weil ich Ihnen das Ordnungswidrigkeitenverfahren bereits eröffnet habe und das jetzt mein Beweismittel ist. Das heißt, keiner fasst meine Beweismittel an, solange das Verfahren nicht abgeschlossen ist. Alles klar. Mit der beschlagnahmten Fernbedienung öffnet Gregor Lesnik die Auspuffklappe. Also ich weiß das halt nicht. Tada! Wir sagen Ihnen das. Wir lassen uns nicht verscheißern. Ja, ich weiß alles. Ich habe Ihnen das eben gesagt, ich stelle das Auto sowieso sicher, mir ist das egal. Die neue Messung ist dann eindeutig. 96,3. Gut. Sie müssen nun natürlich auch mit den Konsequenzen leben, wenn Sie sowas machen. Ich weiß, und die Konsequenz ist in diesem Fall, wir stellen das Fahrzeug als Beweismittel sicher. Ja. Es wird begutachtet, es wird morgen bereits begutachtet und dann bekommen Sie es morgen auch wieder zurück. Ja. Ich hoffe, dass Sie daraus lernen. Ja. Innerorts lassen Sie den Quatsch. Ich wusste, dass es halt illegal ist, diese Klappensteuerung mit der Fernbedienung an- und zuzumachen. Aber ja, hätte es sein können, dass Sie es nicht finden. Aber dass Sie so gut geschult sind, wusste ich jetzt auch nicht halt. Ne? Ist halt mein Pech, ich gebe es halt zu. Was soll's, wenn ich jetzt lüge, brauche ich ja nicht mehr. Da gibt es nun mehr Ärger, also mein Gott, muss ich mit leben leider. Es war nicht die erste Kontrolle für den jungen Motorsportfan. Bislang ist er mit seinen Ausreden immer durchgekommen. Doch jetzt kommt das Fahrzeug zur Beweissicherung auf den Abschleppwagen. Spät in der Nacht fordern Kollegen das Team der Dienstgruppe Autoposer an. Am Rande eines bekannten Tuning-Treffs ist ein BMW aufgefallen. Doch die Polizisten vor Ort sind sich nicht ganz sicher. Eine Frist bekommen bis 30.05. Ich habe denen eine Mail geschickt, ja. Polizeifahrer oder was? Der BMW hat gleich ein paar Überraschungen parat. Die Ausreden des Fahrers sind hingegen Standard. Außenlautsprecher. Mhm. Entspannt. Ich war da nicht bei. Ich habe absolut keine Ahnung. Wo ist Ihre Lüfterradabdeckung? Das ist das Nächste, ne? Was für eine Abdeckung? Ja, gucken Sie mal da rein. Das ist ja wo so ist Ihre Lüfterradabdeckung? Wo ist die Unterbodenabdeckung? Ne? Nicht nur die lustige Sirene sorgt dafür, dass das Fahrzeug einkassiert wird. Sammeln Sie alles zusammen. Das Fahrzeug wird von mir hiermit sichergestellt, wird einem Gutachter vorgeführt, der wird es einmal überprüfen. Und vielleicht liege ich auch falsch. Glaube ich zwar nicht, ehrlich gesagt, aber sollte ich falsch liegen, entstehen Ihnen keine Kosten. Dann haben wir Ihnen zwar jetzt das Auto weggenommen, aber dann tragen wir natürlich sämtliche Kosten. Sollte sich das Ganze aber bewahrheiten, werden Sie mit einem entsprechenden Bußgeld und entsprechenden Verfahrenskosten zu rechnen haben. Wenn sich das bestätigt, was ich vermute, dann müssen Sie mit rund 800 bis 1.000 Euro rechnen. Für den Besitzer ist das Tuner-Treffen zu Ende. Jeder Fall bedeutet auch Bürokratie. Das Gutachterprotokoll für den beschlagnahmten silbernen Golf aus Bulgarien liegt vor. Ölverlust mit Abtropfen, erhebliche Rauchentwicklung, ja, das hab ich gesehen. Räder alle Ausführungen unzulässig mit Bruchgefahr. Also ein wirklich gefährliches Fahrzeug. So. Ja. Also wir stellen so ein Auto ja auch nicht sicher, wenn wir uns vor Ort, ich sag mal, nicht zu 99,5
99,5% sicher sind, weil das ja auch ein ganz erheblicher Einschnitt für die Betroffenen ist. Das heißt, ich nehme denen ja nicht einfach so das Auto weg auf gut Glück, um dann zu schauen, ob der Prüfer etwas findet, sondern ich muss mir schon sicher sein und hole mir dann nur noch die Bestätigung vom Prüfer, der quasi amtlich anerkannter Sachverständiger ist und dann fürs Gericht detailliert feststellt, welche Mängel denn da wirklich vorhanden waren. Aber wie gesagt, das ist ja schon eine erhebliche Maßnahme. Auch die Messung des eiligen Rollerfahrers vom Deich wird jetzt ausgewertet. Wir haben ein Referenzmaß vor Ort genommen. Das ist in dem Fall das, was ich am besten sehen kann, nämlich den unteren Auflagefläche des Reifens, also wo er auf der Straße auftritt, und den oberen Teil des weißen Sitzes hier oben. Und das ist mein Referenzmaß, das muss ich dem System sagen. Dann kann ich die Geschwindigkeit ermitteln. Wir haben jetzt eine Geschwindigkeit, nachgewiesene Geschwindigkeit nach Abzug aller Toleranzen von 81 Stundenkilometer. Ausgewertet im Bereich von 50, erlaubten 50 Stundenkilometern. Das bedeutet, dass er 2 Punkte bekommt, 1 Monat Fahrverbot und 260 Euro Geldbuße. Nach der Büroarbeit geht es nach draußen auf die Piste. Ja. Seit 5 Jahren gibt es die Spezialeinheit, die mittlerweile bundesweit zum Vorbild geworden ist. Darauf sind die Polizisten stolz und auf ihr Revier. Also ich genieße das jeden Tag. Ich möchte hier nicht mehr wohnen, das ist richtig. Ich bin aber gebürtiger Hamburger. Aber hier arbeiten und hier seine Freizeit auch mal zu verbringen, das ist, ist glaube ich, ausschlaggebend auch. Das ist ein Teil Berufszufriedenheit, bei mir zumindest. Genau, Hamburg ist so schön. Und damit es ein bisschen leiser wird, arbeiten wir ordentlich. Genau. Wenn dann auch noch das Wetter mitspielt, perfekt. Dieser Tag beginnt mit einer Art Amtshilfe. Bei der Kontrolle eines verdächtigen Kombis ist Kollegen aufgefallen, dass die Papiere des Fahrzeuges merkwürdig aussehen. Wir haben es kommen lassen mit den Sicherheitsmerkmalen, dem müsste ja T fett sein, genau. Ist nicht. Das U weiter unten ist nicht, R irgendwie auch anders ist nicht. Wir müssen ein bisschen Blick auf ihn haben, nicht, dass er sich verpisst, weil er scheint ja illegal zu sein, ne? Die gut gemachte Fälschung eines Dokumentes zu erkennen, ist gar nicht so leicht. Dafür hat ein Teil der Hamburger Polizisten eine Zusatzqualifikation, so wie Gregor Lesnik. Was soll das, ne? Das müssen wir erstmal nachweisen können. Im Hintergrund hat Olaf Bastrop Mühe, den Fahrer zur Disziplin zu zwingen. Video bei mir, wenn du noch einmal so aggressiv bist, lege ich dir eine 8 an hier. Hast du mich verstanden? Ja. Ob du mich verstanden hast? Die Sicherung sicherstellen und dann kann das LKA den Quatsch überprüfen. Ich bin entsprechend ausgebildet und bin sogenannter Dokumentenvorprüfer. Das heißt, wenn Kollegen ein Fahrzeug oder eine Person anhalten und Dokumente vorgelegt bekommen, wo sie die Echtheit der Dokumente anzweifeln, dann fragen sie über Funk nach, ob ein Dokumentenvorprüfer zur Verfügung steht. In dem Fall waren wir nicht weit weg und stellen dann in diesem Fall fest, dass das Fahrzeug gar keinen TÜV hat. Und das wäre ja nicht so dramatisch. Allerdings hat der findige Fahrer, Besitzer, wer auch immer, die TÜV-Plaketten gefälscht, entsprechend auch den TÜV-Stempel auf der Zulassungsbescheinigung gefälscht, um quasi den kontrollierenden Beamten und den Behörden vorzugaukeln, dass das Fahrzeug eben doch TÜV hat. Das ist natürlich eine Straftat, das ist eine Dokumentenfälschung, ne? Oder eine Urkundenfälschung in dem Fall. Und woher kommen die Notebooks im Kofferraum? Hier landen die Fahrzeuge, die in Hamburg sichergestellt werden. Egal, ob es um illegale Autorennen, ungeklärte Unfälle mit Verletzten oder auch die Einziehung von Fahrzeugen geht, mit denen womöglich Straftaten verübt worden sind. Guten Morgen. Moin, Malte. Na? Moin. Hi. Haben wir ein paar Autos hingestellt, ein paar Mopeds, ja? Ja, habe ich auch schon gesehen. Ich bin jetzt auf der Suche nach einem BMW. Wir sind gespannt. Ich fahre mal rein. Jo. Manchmal schauen sich Gregor Lesnik und Olaf Bastrop an, was aus ihren Fängen geworden ist. Gerade beim Gutachter der BMW vom Tuner-Treffen. Wir haben ja festgestellt, 85 Dezibel darf er haben. Jetzt hat er schon bei der ersten Messung 100. Das heißt, 15 Dezibel wäre theoretisch ja schon zu laut. Das ist über das Doppelte, was man nachher hat. Schnell fallen weitere Mängel auf. Die Hinterräder blockieren willkürlich. Differentialsperre drin? Das würde sich fast sagen, als ob der bei Kurvenfahrt. Ja, glaube ich aber nicht. Also die alte Möhre? Ja, nachträglich, weiß ich nicht. Was macht der denn in der Kurve? Irgendwie fährt der auch komisch. Ja, der hat ein Problem. Der in der Kurve, da klappt irgendwas nicht. Ich hole mal eine Kamera und dann dokumentieren wir mal. Ja, sehr gut. Wir haben was festgestellt, was uns komisch vorkam. Und wir möchten gerne dann von den Prüfingenieuren dann nochmal ein Feedback haben und beziehungsweise auch lernen von denen. Genau,
Das ist ja, und besonders interessante Fälle gucken wir uns natürlich auch selber gerne nochmal an, ne, mit dem Prüfer zusammen. Ja, der rege Austausch macht da auch echt Sinn, weil, wie gesagt, wir können da nur lernen, wir sind keine Prüfingenieure, dafür ist der Ingenieur da. Und es kann uns auf der Straße nur weiterhelfen, wenn wir uns da noch weiterbilden. Bei unzähligen Fahrzeugtypen und Tuningteilen ist es manchmal schwierig zu beweisen, was wirklich illegal ist. Trotzdem bestätigen die Gutachter fast immer die erste Vor-Ort-Recherche. Genau. Also hier sieht man wieder die nachträglich aufgebrachten Schweißnähte. Genau. Und da hast du das Wärmeschutzblech, ne? Wo genau, quasi Wärmeschutzblech, das ist immer so ein Indiz dafür, dass da eigentlich was hinkommt, wo sich die Hitze ein bisschen mehr staut. Ne, hier zum Beispiel hat man nichts. Hier sieht man auch die nachträgliche Schweißnaht. Ich werde das erstmal mit aufnehmen. Der Schalldämpfer hier hinten hat tendenziell eine EG-Betriebserlaubnis. Das heißt, der ist mutmaßlich für dieses Fahrzeug erstmal genehmigt und in Ordnung. Ja. Das heißt, nur aufgrund dieses Endschalldämpfers dürfte der nicht zu laut sein. Im Endeffekt müssen alte Autos natürlich aber trotzdem irgendwie verkehrssicher und in einem vernünftigen Zustand sein, von der Optik mal abgesehen. Es gibt da relativ klare gesetzliche Vorgaben, wonach man gehen muss und welche technischen Mängel an den Fahrzeugen gefährlicher sind als andere. Und gerade die, die für einen selber oder auch für andere Verkehrsteilnehmer gefährlich sind, die müssen natürlich abgestellt werden. Wenn sich das nicht mehr lohnt, dann hat ein Auto eben auch mal seinen Zenit erreicht und muss dann eben auch nach einer anderen Verwendung zugeführt werden, sprich verschrotten im schlimmsten Fall. Der wird nicht 20 dB zu laut sein, wenn da alles in Ordnung ist. Das Engagement der Polizisten hat Erfolg. Von der internationalen Autotuner-Szene wird Hamburg mittlerweile genauso gemieden wie von illegalen Straßenrallyes mit hochmotorisierten Sportwagen. Wenn gerade kein Autoposer in der Nähe ist, eilt die Spezialeinheit auch ihren Kollegen zu Hilfe. In Hamburg-Altona ist Drogenfahndern bei einer Verfolgungsfahrt ein Verdächtiger durch die Lappen gegangen. Gregor Lesnik und Olaf Bastrup sind ganz in der Nähe. Mit Highspeed und 200 PS unter ihrer Haube versuchen die zwei dem Flüchtenden den Weg abzuschneiden. Ja, das ist Thebenstraße 103 sind wir jetzt hier. Ne? Für den Täter endete die Fahrt mit dem Smart an einem Straßenbaum. Wahrscheinlich hat der mutmaßliche Drogenkurier seine Ware vorher aus dem Fenster geworfen. Wir bleiben hier erstmal stehen, ne? Oder kommst du weg? Die Drogen sind ein wichtiges Beweismittel. Nächste rechts, okay. Welche, wie viele Meter? Ja. Bleiben Sie mal stehen, Marihuana, wenn du Marihuana bei hast, verschwinde, ich riech das. Über der ganzen Szenerie schwebt ein latenter Marihuana-Duft. Vermeintlich Unbeteiligte raunen sich verdächtige Schlagworte zu. Umdrehen, ich will erstmal durchsuchen, gucken, was hier in den Taschen. Gregor Lesnik und Olaf Bastrup versuchen, die Situation zu klären. Pass auf. Ich guck links, du guckst rechts. Ja. Die ganze Straße wird abgesucht. Wenn niemand anderes das Drogenpäckchen entdeckt hat, muss es noch zu finden sein. Er war ja allein im Auto, ne? Kann er ja nur nach links geworfen haben. Ja. Ja, wir suchen Kokain. Das ist wohl während der Flucht aus dem Fahrzeugfenster geworfen worden. Das haben zumindest die Zivilfahnder so beobachtet. Und soll irgendwo hier in diesem Bereich aus dem fahrenden Fahrzeug geworfen worden sein. Aber ich glaube, da werden wir nicht fündig. Da waren zu viele Leute, man kannte sich. Ja, das ist... Jawollo. Ach, du. Die Polizisten haben doch noch Glück. Ohne diesen Beweis könnte der Drogenkurier nicht überführt werden. Ja, wir haben hier einen Beutel mit vermutlich Kokain aufgefunden. Stehen hier, das müsste Hausnummer 87 sein.